In diesem Video lernen Sie die Eigenschaften des GIF-Formats kennen. In diesem Video möchte ich gerne auf die Vor- und Nachteile des GIF-Formats eingehen. Das GIF-Format, das steht abgekürzt für Graphics Interchange Format, ist ein Urgestein im Internet. Es wurde bereits 1987 von CompuServe entwickelt und sollte damals als komprimierbares Dateiformat funktionieren, das auf verschiedenen Plattformen läuft. Ein Vorteil von Bildern im GIF-Format ist, dass sie im Gegensatz zum JPEG zum Beispiel verlustfrei sind. Das heißt, beim Abspeichern des Bildes kommt es zu keinen Störelementen. Das GIF-Format ist auf 256 Farben in der Darstellung beschränkt. Das ist im Vergleich zum JPEG oder auch zum PNG24 verhältnismäßig wenig. Dafür hat es wiederum zwei Vorteile. Zum einen kann das GIF-Format Transparenz darstellen, wobei auch hier wiederum nur eingeschränkt, weil es unterstützt nur transparent ja oder transparent nein. Das heißt, Zwischenabstufung gibt es keine. Und zum anderen hat es den Vorteil, dass das GIF-Format als einziges Grafikformat Animationen abspielen kann. Das bedeutet, in einem GIF-Bild können verschiedene Zustände eines Bildes gespeichert sein, die nacheinander abgespielt werden und so durch eine Bewegung entsteht. Zu der Transparenzfunktion des GIFs noch einen Hinweis, wie sich das in der Praxis auswirkt. Wie ich eben schon sagte, es gibt nur eine Abstufung Transparenz, also entweder ja oder nein. Das Problem, das sich dadurch ergibt, möchte ich an diesem kleinen Bild zeigen. Man sieht, dass hier entlang der Kanten so ein weißer Saum zu sehen ist. Das ergibt sich daraus, wenn ich heranzoome, Photoshop hier keine Kantenglättung betreibt. Das bedeutet normalerweise, wenn ich ein Bild habe, dann hat das an den Rändern abgestufte Pixel, das heißt, die werden von komplett deckend im Motiv zum Rand hin über ein, zwei Pixel mit Transparenzstufen geglättet. Das heißt, das Objekt, das Bild sieht, wie soll man sagen, homogen aus dem Hintergrund. Man hat nicht diesen Stufeneffekt, der hier zu sehen ist, weil das GIF-Format eben keine Transparenzteilstufen erlaubt, muss das eigentliche Objekt am Rand aufhören und dann kommt schlagartig der transparente Hintergrund. So ergeben sich diese hässlichen Ränder, die sich beschränkt vermeiden lassen, indem man beim Export als GIF eine Basis angibt, also eine Hintergrundfarbe, und Photoshop würde dann anstatt weiß, wie es hier in dem Fall war, zum Beispiel einen Grünton verwenden. Das funktioniert dann gut, wenn die Hintergrundfläche möglichst homogen ist, also weitestgehend in einem einzigen Farbton. Sobald sich der Hintergrund aber häufig ändert oder möglicherweise sogar aus einem Bild besteht, dann versagt die Transparenz des GIFs eigentlich hinlänglich und ist ohne optisch doch stark sichtbare Einbußen nicht hinzunehmen.